Ja, sind sehr schwer reingekommen. Oerding hat natürlich eine super Serie gespielt. Letzten Spiele haben in Rödinghausen gewonnen. War brutal schwer. Den Schwung haben sie mitgenommen, haben sie gut gemacht. Erste Halbzeit kam man, wie gesagt, nicht so rein. Zweite Halbzeit habe ich den Jungs gesagt, Männer, ruhig bleiben. 45 Minuten haben wir Zeit. Und genau da haben wir gemacht. Taktisch 1A umgesetzt, genau das, was wir machen wollten. Waren dann super 1-1, haben wir eine Chance auf ein 2-1. Ja, musste machen, das Ding, nächste mit 3 Punkten. Hier raus aus Felbert. Aber eins muss ich noch mal sagen zu den Schiedsrichtern. Also, so was Grottenschlechtes habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ne? Also, muss mindestens einen Elfmeter pfeifen. Ne? Teilweise eine rote Karte und da bindet noch ein Konter. Jan zum Schluss pfeift da unseren Konter ab. Also, unglaublich. Unglaublich. Ja? Aber gut, damit haben wir Pech. Ist leider so, dass das so eine Amateure sind. Ich muss mich noch mal bedanken bei den Fans. Die haben richtig Gas gegeben. Voll geil, dass wir das Ding gezogen haben. Überragend. Wir haben den Punkt uns mehr als verdient und mit unseren Zuschauern freue ich mich auf das nächste Heimspiel gegen Wienbrück. Gut, ab Wienbrück geht's ja los. Wir haben in 4 Wochen 9 Spiele. Mit Pokalspiel wird natürlich brutal schwer. Daher müssen wir jetzt regenerieren, unsere Angeschlagenen auskurieren, Verletzten, sodass wir ja, mit vollem Mut und Kraft dann rangehen in die englischen Wochen. Ich hoffe, dass der eine oder andere noch zurückkommt. Aber siehst du heute, U19-Spieler Elmar, ne, den können wir reinschmeißen, der macht sein Ding. Ivo, erstes Spiel von Anfang an, auch super. Wir haben genug Leute da, jetzt kriegen sie ihre Chance und dann müssen wir uns freischwimmen.